Herzlich willkommen zur Web Talk Show. Mein Name ist Nico Gutjahr und heute zu Gast eine der Stars aus dem Erzgebirgskrimi. Herzlich willkommen, Lara Mandoki. Wie geht's dir und wo bist du? Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf und ich bin in München und mir geht's sehr gut. Das freut mich. Und ich meine, mit Blick auf die Quoten des letzten Erzgebirgskrimis, ich glaube, die Korken knallen heute noch über 7 Millionen Zuschauer. Wahnsinn. Wir hatten 8, ne? Ja, 8? Wir hatten 8,2, ja. Aber. Echt? Meine letzte Zahl ist 7,97. Plus Mediatheken. 8 Millionen. Ja. Ist das noch zu fassen? Ja, also es ist schon ziemlich cool. Wobei ich sagen muss, dass der Film, den wir jetzt zuletzt gemacht haben, der nächstes Jahr ist ausgestrahlt wird, glaube ich, trotzdem derjenige sein wird, den ich am liebsten mag. Gut, also noch mehr Neugier kannst du jetzt eigentlich, glaube ich, kaum schieben. Also wir kommen als Figuren alle an unsere existenziellen Grenzen und brechen so ein bisschen das Genre. Und das macht natürlich dann besonders viel Spaß. Also wer schon immer mal sich gefragt hat, wie teasert man etwas an, ohne viel zu verraten, hier mit Lara natürlich gleich ideal mal dargestellt. Absolut. Du spielst die Karina Sabot. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen oder so ähnlich. Sabot. Aber ich bin sehr glücklich mit deiner Aussprache, weil das ist schon sehr nah an perfekt. Was ist das für eine Frau? Also sie ist Ungarin und hat so ähnliche Wurzeln wie ich. Was die Autoren, als sie mich besetzt haben, dann natürlich aufgegriffen haben. Also ursprünglich war sie anders gesettelt. Und sie ist jemand, der sehr einsam ist, gleichzeitig aber sehr stark und gut klarkommt alleine. Und sicherlich aber auch die Schwierigkeit hat, die eine oder andere Person wirklich an sich ranzulassen. Sie ist eine Ermittlerin mit Herz und Seele. Und sie findet Menschen sehr neugierig, auch wenn sie nicht immer den richtigen Ton zu Menschen findet, weil sie irgendwie, ja, socially auch ein bisschen awkward ist. Aber sie ist ich mag sie als Figur, ist sie mir ja mittlerweile schon sehr ans Herz gewachsen und sie ist eine sehr liebevolle Figur. Also ich muss lieb mit ihr umgehen und sie ist auch ein tough Motherfucker, also ich mag sie. Ein tough Motherfucker, aber socially awkward. Auch eine schöne Mischung. Wäre sie, wenn du Zuschauerin wärst, ein gutes Vorbild für Frauen? Daran arbeite ich mit jedem Drehbuch. Also aktuell nein. Wir bewegen uns in die richtige Richtung. Das heißt, wenn das Drehbuch so reingeflogen kommt und du liest das so durch, dann schickst du nochmal so Feedback zurück oder sagst du einfach, das ist super so, wie es ist, den Rest klären wir am Set? Es gibt die ein oder andere Drehbuchbesprechung, ja. Ich merke schon. Als damals die Zusage kam nach dem ersten Casting, hättest du gedacht, dass das ein Erfolg wird? So in der Wucht, wie er jetzt ist, weil ja auch die ersten beiden Teile hatten ja auch großartige Quoten. Ich weiß jetzt nicht, ob sie stimmen, die ich hier zu stehen habe, aber 6,21 und 7,13 ja, genau. In der TV-Auswertung. Mhm. Doch, das stimmt. Ich habe das allererste Buch war etwas dramatischer angelegt als dann die 2 und 3 und vieles ist jetzt auch noch nicht ausgestrahlt, was nochmal in eine ganz neue Richtung geht. Ich habe das, ich war mir unsicher, denn die ganze Idee dahinter war schon, dass man einen Teil von Deutschland zeigt, der erstmal sehr belastet ist und deren Geschichte man nicht so kennt im Westen vor allen Dingen. Und ich wusste nicht, ob das wirklich in Gesamtdeutschland so gut ankommt. Ich habe es gehofft, weil ich finde, es gibt keine Alternative zum Dialog. Und es ist so ähnlich wie zum Beispiel Weißensee, was ich für eine der wertvollsten deutschen Serien halte, ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass wir anfangen, einen West-Ost-Dialog zu führen. Auch in unserer Generation, wo es ja immer noch Probleme gibt und wo man halt nach der Wende geboren ist. Und das ist so ein bisschen die Aufgabe auch dieses Formats, weswegen ich auch ursprünglich mich sehr gefreut habe, zum Casting überhaupt eingeladen zu sein, weil ich dieses Thema total spannend finde. Und deswegen war ich anfänglich nicht sicher, ob das wirklich klappt. Und umso mehr freut es mich, dass es jetzt klappt. Und umso mehr freut mich, dass wir jetzt auch in dem Format mutig sein können und neue Wege auch gehen können. Und meinst du, dass für die Zuschauer diese Ost-West-West-Ost-Thematik relevant ist oder der Mord? Ich glaube, wenn es so ungezwungen daherkommt, ist es relevant und gut. Ich glaube, man muss vermeiden, den Fehler zu machen, dass immer wieder im deutschen Fernsehen passiert, zu moralisch zu werden, weil wir unterhalten Leute. Das ist der Job. Und wenn wir es schaffen, innerhalb der Unterhaltung nicht zu moralisieren, aber gleichzeitig durchaus einen gesellschaftlichen Mehrwert
zu schaffen und auch vielleicht den ein oder anderen Dialog entstehen zu lassen, dann haben wir unseren Job richtig gemacht. Du spielst die weibliche Hauptrolle, die männliche spielt Kai Schewe, er ist Robert Winkler. Was ist das für ein Charakter? Also ich könnte ihn manchmal ein bisschen schlagen, klar, weil er einfach kommunikationsfaul ist und grob manchmal, ohne Not. Und man versucht, also sie, meine Figur versucht oft, glaube ich, Dinge nicht persönlich zu nehmen, aber ist schon ab und zu vor den Kopf gestoßen, weil er auch relevante Informationen oft zurückhält, was durchaus schädlich sein kann. Aber im Kern liebevoller Typ, nur halt ein bisschen sehr verschroben. Aber er hat auch seine eigene Biografie in dem Film, die nicht ganz einfach ist. Welche? Da kann ich jetzt nicht so viel verraten, weil das Ganze kommt jetzt erst in den Filmen, die ausgestrahlt werden. Aber er hat eine nicht einfache Vergangenheit dort im Erzgebirge und ist auch nicht ohne Grund von da weggegangen. Und ich kann mir vorstellen, dass so eine Dreharbeiten auch nicht ganz ohne sind. Wie viele Tage dreht ihr so oder Wochen, Monate? 23 Drehtage haben wir. Das sind in der Regel ja Wochentage. Entsprechend sind es dann 4 bis 5 Wochen, also 5 meistens. Und fährst du am Wochenende nach Hause oder bleibst du dort, wo ihr seid? Ich bin ein sehr urbaner Mensch und am Freitag um 20 Uhr bin ich schon auf der Autobahn. Also Schauspielerei ist ja deine große Liebe und deine Leidenschaft. Aber wenn dann so der 23. Drehtag erreicht ist, denkst du dann, ich könnte noch eine Woche? Oder denkst du jetzt, aber heute bin ich 19 Uhr auf der Autobahn? Es hängt von den Dreharbeiten ab, beziehungsweise was wir halt erzählt haben. Also ich könnte natürlich die ganze Zeit drehen. Sicherlich mit so viel Urlaub, wie man halt normal bei jeder Arbeit braucht. Aber es ist jetzt nicht so, als würden mich 23 Drehtage wahnsinnig erschöpfen. Es ist halt die Frage, ob man das Gefühl hat, man hat etwas auserzählt oder nicht. Aber Figuren, jetzt nicht unbedingt Carina Sabo, aber bei meiner ZDF-Neo-Serie, die ich letztes Jahr in Wien gedreht habe zum Beispiel, die Figur hat mich sicherlich noch einen Monat begleitet. Und auch der ARD-Thriller, den ich letztes Jahr gedreht habe, mit Vergewaltigung und so weiter, das hat mich dann schon länger begleitet. Und das lässt sich dann nicht einfach los am letzten Drehtag. Und die ZDF-Neo-Serie ist am Anschlag die Macht der Kränkung. Lea Zoe Voss ist auch dabei und sie hat gesagt, Nico, du musst das gucken, das ist so abgefahren. Worum geht's? Also es geht um die Macht der Kränkung und die Macht der Kränkung ist eine nicht zu unterschätzende gesellschaftliche Macht und arbeitet in jedem von uns. Und diese Serie begleitet ein paar Menschen, also es gibt insgesamt 8 Hauptfiguren im Groben, bis zu 12 könnte man sagen, die in irgendeiner Form, die völlig unterschiedliche Leben leben, in völlig unterschiedlichen Milieus sich bewegen, Berufe haben und so weiter, aber die in irgendeiner Form Kränkung, Zurückweisung, Demütigung erfahren und damit umgehen und darauf reagieren. Und das Milieu, in dem meine Figur spielt, zusammen mit Julia Koschitz, ist eine Rückversicherung. Und ich komme da quasi so als Nachwuchs in die Rückversicherung direkt nach dem Studium und komme quasi unter die Fittiche von Julia Koschitz und bewerte da so ein bisschen den Hain zum Fraß vorgeworfen in einem Konzern, der immer noch sehr patriarchisch dort in dieser Serie strukturiert ist. Und ja, mehr möchte ich eigentlich gar nicht verraten, aber es ist wahnsinnig spannend und hat unglaubliche Freude gemacht, diese Serie zu drehen. Umut Dak ist ein Ausnahmeregisseur. Und es gibt dann aber, also nebst dem von meiner Figur betreffenden Milieu, gibt es dann noch verschiedene andere Milieus. Und in einem kommt es eben auch zu diesem Anschlag. Genau. Und es kam auch tatsächlich tragischerweise während unseren Dreharbeiten war in Wien auch das Attentat. Denn in der Serie bei euch ist es tatsächlich so, ich zitiere, in einer Shopping Mall fallen Schüsse. Bald ist in den Medien von Toten und Verletzten die Rede. Doch noch weiß man nichts über die Hintergründe oder das Motiv der Tat. Weiß nicht, wer Täter oder Opfer ist. Wir holen unsere Hauptfiguren eine Woche vor dem Ereignis ab und begleiten sie bis zum Tag X. Und während ihr gedreht habt, ist der Anschlag da passiert. Genau. Wie habt ihr damit gearbeitet? Es war schon sehr, sehr krass, weil Wien ist ja von der Größe dann doch so groß wie München. Also es hat eine gewisse Dörflichkeit. Ich war auch beim München-Anschlag in München und das hat mich auch wirklich nachhaltig mitgenommen. Und man kannte dann doch, man ist ans Set gekommen. Es war absoluter Kriegszustand in Wien. Also das war alles abgesperrt am nächsten Morgen und überall nur maskierte Sondereinheiten. Also die Stimmung in der Stadt war sowieso schon vollkommen surreal.
Und man ist dann doch halt angekommen ans Set und es wurde professionell gearbeitet. Wir waren ja auch einer der wenigen, die überhaupt arbeiten durften. Das war ja doch der erste Tag des harten Lockdowns in Österreich. Und aber man hing doch irgendwie so ein bisschen paralysiert an seinem Handy und kannte Leute, die Leute kannten, die Leute kannten, die irgendwie betroffen waren. Ich kenne auch über zwei Ecken jemanden, der erschossen wurde. Also es ist, es war sehr, sehr sehr bewegend und sehr, es macht halt was mit einer Stadt auf jeden Fall. Und ich glaube, in dem Fall auch mit einem ganzen Team, ne? Egal aus welchem Klar. Land man dann anreist oder da ist, ist fürchterlich. Fürchterlich. Ja. Nichtsdestotrotz habt ihr dann natürlich deine laufende Produktion, die ja dann nicht mal eben Pause drücken kann für ein paar Tage. War sicherlich auch nicht ganz leicht, dann wieder in den Normalzustand überzugehen, oder? Nein, aber schrägerweise ist es ja so, dass das, was wir machen, also Filme, ist ja eh immer so, dass du in ein anderes Kostüm dich anziehst und in eine surreale andere Welt dich begibst. Und das macht dann so Extremsituationen total, also teilweise erträglich. Also klingt jetzt komisch, aber ich bin auch schon einen Tag, nachdem jemand mit mir Schluss gemacht hat, am Set gewesen und habe echt erst nach Drehschluss wieder das gewusst. Das ist herrlich auch, dass du halt einfach wirklich ein- und aussteigen darfst in andere Welten. Und du wolltest vor einigen Jahren, ich glaube mittlerweile Jahrzehnten mal, in eine ganz andere Welt einsteigen, und zwar in die Mini-Playback-Show. Ich wollte da nie einsteigen, aber die, ich habe immer Mini-Playback-Show gespielt, ja. Okay. Du wolltest nie bei der Mini-Playback-Show einsteigen und Britney Spears sein? Nie? Ich war Britney Spears auf jeden Fall in meiner Mini-Playback-Show, aber ich wollte nie zur Mini-Playback-Show. Schade. Wie bist du damals überhaupt zu der Schauspielerei gekommen? Also an welcher Stelle deines Lebens wusstest du, das ist meins? Definitiv im Kindergarten. Insofern kann ich es nicht ganz so genau definieren, wie das kam. Aber auch schon im Kindergarten war ich im Theater, in der Theatergruppe und dann auch ab der Grundschule eigentlich. Und ab da war das irgendwie klar. Ich habe dann auch Schauspielunterricht gehabt, schon während noch Gymnasium und bis zum Abi dann auch. Und habe dann auch gleich Schauspiel studiert nach dem Abitur. Also insofern war das irgendwie klar. Und gab es da irgendwie so das klassische Familiengespräch mit, hey, Mama, Papa, ich würde gerne beruflich das und das machen, und die sind vor Freude in Tränen ausgebrochen? Oder hast du das geskippt und gesagt, so ist es? Ich komme ja aus einem Künstlerhaushalt. Mein Vater ist ja Musikproduzent und insofern war das eigentlich, oder bis heute, ein völlig normaler Job bei mir in der Familie. Gut, meine Mutter ist Ärztin, aber es wäre immer normal, quasi einen Künstlerweg einzuschlagen. Und es ist ja auch, nur insofern anders, dass du halt sehr selbststrukturiert arbeiten musst und halt selbst und ständig arbeiten musst und es ist halt eine andere Form der Arbeit ist, aber es ist nicht weniger Arbeit oder nicht weniger Disziplin oder nicht weniger auch Bildung oder nicht weniger auch Studium wie andere Berufe. Oder so habe ich zumindest gelernt. Ich möchte fast meinen, ohne andere Berufe anders darstellen zu wollen. Ich glaube, Disziplin ist noch sehr, sehr viel wichtiger in deinem Bereich. Naja, man hat halt niemanden, der in der Früh sagt, wo bist du, wenn du nicht um 8.30 Uhr am Schreibtisch erscheinst. Du musst dich halt selber um 8.30 Uhr an den Schreibtisch setzen. Insofern wahrscheinlich ist das richtig, ja. Obwohl, ist 8.30 Uhr eine realistische Zeit? Für mich ja. Sehr gut. Du hast studiert in München und in Los Angeles. Genau, ja. Wie kam es, dass du gesagt hast, nach München, ich will nochmal nach L.A.? Ja, das hat die Bewandtnis, dass wir in der staatlichen Schauspielschule in Deutschland vorwiegend Theater unterrichten. Und ich liebe Theaterspielen, wirklich sehr. Aber das Medium Film hat mich immer schon mehr interessiert und mehr gereizt. Und du kommst halt, wenn du in Deutschland die klassische Ausbildung machst, kommst du halt am ersten Tag ans Set und hast im Grunde genommen keine Ahnung von Filmschauspiel. Und so habe ich dann zwei Semester auch in L.A. studiert und hatte auch das große Glück, dass ein sehr guter Familienfreund dort sehr erfolgreicher Filmemacher ist und ich bei ihm auch dann zu der Zeit leben konnte, was super spannend war, weil ich dann sowieso auch nochmal anders in diese Kreise reingekommen bin und L.A. als Filmstadt erlebt habe. War dann vielleicht die Versuchung auch da, in L.A. Fuß zu fassen, oder war für dich klar, I'll be back? Ich habe während der Schulzeit schon ein Jahr in Amerika gelebt und ich bin sehr verbunden mit dem Land, aber ich bin so durch und durch Europäerin ich liebe auch den europäischen Film sehr und ich sehe sehr viele Möglichkeiten, gerade jetzt im europäischen Film.
Und insofern sicherlich war da ein gewisser Reiz da, aber eigentlich eher zu sagen, man kommt zurück und macht hier seine Karriere und geht dann eher vom europäischen Film ins Internationale, was ja jetzt auch durchaus gang und gäbe ist, auch durch diese vielen Netflix, Amazon Prime und die ganzen Streaming-Plattformen, die jetzt auch Arbeitgeber sind. Das ist ja bei weitem nicht mehr nur ZDF oder ARD für uns relevant. Jetzt habe ich dir ja schon einige Fragen gestellt. Ich habe auch noch mehr. Mich würde aber interessieren, worüber möchtest du gerne mal reden? Was liegt dir am Herzen? Ich glaube, mir liegen am Herzen sicherlich Frauenthemen. Sicherlich so Sachen wie, warum gibt es ein Gender Pay Gap von 60% teilweise bei mir in der Branche? Und warum diskutieren wir das nicht genauso laut wie irgendwelche Gender-Themen? Das verstehe ich nicht. Warum muss eine Frau sich nach wie vor entscheiden, ob sie Kinder haben möchte oder Karriere machen möchte? Und warum ist es immer noch in Ordnung, wirklich nur auf sein Aussehen reduziert zu werden? Oder warum kann mir ein Freund irgendwie Dinge sagen, die andersrum man nie sagen würde? Und das finde ich wirklich schräg. Da bin ich völlig bei dir. Und ich gerade dieses Gender Pay Gap, also ich falle immer hinten links um. Also es gab ja mal ein ganz kurzes Momentum, da haben sich dann einige dafür eingesetzt, dass die weiblichen HauptdarstellerInnen genauso viel Geld bekommen wie die männlichen. War eine schöne Zeit, ich bin mir ziemlich sicher, die ist auch schon wieder vorbei. Es wäre total super, wenn alle, die da irgendwas dran ändern können, das auch einfach tun würden. Es gibt ein riesiges Graffiti in Berlin, da stand auf Englisch: Es passiert nichts Schlimmes, wenn Frauen das gleiche Geld verdienen. Ja. Also ich weiß nicht, welche Angst da Männer treibt, die sagen, nee, natürlich geht das nicht. Das wäre ja ein Albtraum. Es ist totale Scheiße. Ich weiß auch nicht, wie das entstehen konnte. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass natürlich eine Frau ein gewisses Risiko auf dem freien Markt in der Wirtschaft darstellt, weil sie halt nun mal schwanger werden kann und weil sie dann entscheiden kann, nur Mutter zu sein. Und insofern bringt sie ein größeres Risiko mit. Dann hat es damit was zu tun, und das kenne ich auch aus dem Freundeskreis, dass Frauen, was Gehaltsverhandlungen anbelangt, einfach viel bescheidener sind. Und viel eher sagen, ich glaube, ich bin das und das wert, aber sagt mal, was ihr denkt. Und ein Mann sagt, hier sind meine Eier, ich bin der Geilste überhaupt und ich koste so viel und so. Und das ist halt eine andere Herangehensweise. Und das spielt so ganz viel mit einer Rolle. Aber deswegen denke ich umso mehr, dass man eigentlich gesetzlich dafür sorgen müsste, dass das gar nicht erst entsteht, sondern dass man ganz klar sagt, gerade halt auch bei öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten oder halt auch wirklich bei uns in der Branche, wo wir nicht im Ansatz mehr oder weniger leisten als ein männlicher Kollege, dass das einfach ein bisschen mehr angepasst ist. Klar, wenn ein männlicher Kollege 20 Jahre mehr Arbeitserfahrung hat, dann stehen ihm diese 20 Jahre mehr Arbeitserfahrungsvergütung auch zu. Aber wenn man ungefähr auf dem gleichen Level ist, sehe ich da eigentlich nicht, warum es da einen Unterschied geben darf. In Deutschland hat man es leider aber auch hingekriegt, dass wirklich niemand mit jemand anderem über Geld spricht. Steht ja auch in jedem Arbeitsvertrag, das wäre verboten, als ob nicht jeder mit jedem über Geld spricht. Aber das ist so schön eingetrichtert worden und das finde ich ist ganz, ganz fürchterlich. Und deswegen freue ich mich, dass immer mehr Leute sich dagegen stellen, laut über dieses Thema sprechen. Ja. Und damit meine ich nicht nur Frauen, auch liebe Männer. Ja, absolut. Macht das Maul auf. Wir müssen alle zusammenhelfen, damit alle vernünftige Arbeitsbedingungen und Geld kriegen. Das ist bodenlos. Ja. Es muss schneller gehen. Wir müssen schon so viel weiter sein. Auch die anderen Themen, die du angesprochen hast. Deswegen hoffe ich, dass wir alle da gezielt weiter in eine Richtung gehen. Beim Erzgebirgskrimi, sind die Frauenfiguren dort so, dass du sagst, jawolla, so sehen die aus in der Gegenwart, oder könnte da auch noch mehr passieren? Da könnte sehr viel mehr passieren. Ich kann da nur für meine Figur sprechen, weil ich möchte nicht übergriffig sein gegenüber Kolleginnen und ihre Figuren. Aber ich kann auch wiederum sagen, dass sich da auch jetzt sehr viel getan hat. Eine Frage habe ich noch an dich bezüglich der Zusammenarbeit mit Kai. Und zwar hast du in einem Interview gesagt, Kai und ich sind privat sehr gute Freunde. Wir haben beide über die intensive Zusammenarbeit gelernt, geduldig miteinander umzugehen, sich Raum zu lassen und gleichzeitig zu unterstützen, auch unter besonderen Herausforderungen, wie zum Beispiel während der Corona-Dreharbeiten im vergangenen Jahr. Da ist viel drin, würde meine Deutschlehrerin von früher sagen. Was magst du da ein bisschen was zu erklären, was du da gemeint hast? Wir sind im Erzgebirge alleine, 23, also 5 Wochen. Der Druck ist teilweise sehr hoch. Wir haben oft sehr hohe Pensen. Dann schläft der eine oder andere mal nicht gut oder wie auch immer. Wir sind auf jeden Fall so eng aufeinander, wie man eigentlich, wenn überhaupt mit seinem Partner, aber auch mit dem nicht so richtig eng aufeinander ist. Dann sind wir beide SchauspielerInnen.
Was auch das, was im Grunde genommen bedeutet, dass wir die ganze Zeit irgendwie durchlässig, Seele auf, empfindsam, emotional sind und halt auch so unterwegs sind. Ergo, da ist auf jeden Fall viel Potenzial da, um sich ganz blöd auf den Sack zu gehen. Und da muss man halt einfach gucken, dass man irgendwie sich eingruft und füreinander da ist und auch gegebenenfalls man seinen Raum sich nimmt und dann der andere auch nicht beleidigt ist. Und das gelingt uns tatsächlich ziemlich gut. Weißt du denn schon, also du musst das jetzt nicht laut sagen, aber weißt du denn schon, wie viele Krimis da noch geplant sind oder wird jetzt einfach geguckt, wie die Quote ist? Ich weiß, wie viele mit mir noch geplant sind. Ich weiß, es macht so viel Spaß. Ich sag so viel. Für mich bist du eine herausragende Geheimniskrämerin. Ja, ich kann ja leider nur wirklich bedingt zu so internen Sachen was sagen. Aber ich kann auf jeden Fall verraten, dass wir einen sehr schönen Film noch ausstrahlen jetzt im Herbst. Und dann nächsten Frühjahr kommt eben ein Film, der sehr aus dem Rahmen fallen wird und auf den ich sehr, sehr stolz bin. Was glaubst du, was ist das Erfolgsgeheimnis? Weil als damals kam, okay, jetzt kommt der Erzgebirgskrimi und schauen wir mal, wie der läuft. Und dann aber trotzdem auch so reingehauen hat. Was meinst du, warum hat der die Leute von Anfang an so gekriegt und steigt jetzt immer weiter? Es ist auch die Sendezeit, das muss man einfach fair sagen. Samstagabend 20.15 Uhr ZDF ist die Wetten, das Sendezeit der 90er, 2000er Jahre. Das ist in Deutschland der Familiensendeplatz, wo jeder vor dem Fernseher sitzt. Wir haben relativ bescheidenes Wetter. Muss man einfach sagen, hatten wir auch jedes Mal bei Ausstrahlungsterminen. Und ich glaube, dass wir uns, glaube ich, diese Brücke zwischen Unterhaltungsfernsehen und dann doch aber nicht völlig, also nicht belanglos, sondern dann doch auch das eine oder andere gesellschaftliche eben ganz gut gelingt. Und dadurch machen wir nicht belangloses Unterhaltungsfernsehen. Und wenn das irgendwie dann auch noch so umgesetzt ist, dass es man diese Menschen gerne in sein Wohnzimmer lässt, dann kann das, glaube ich, sehr viel Erfolgspotenzial haben. Und das hat es. Und ich glaube, dich lassen die Leute weiterhin gerne ins Wohnzimmer. Und ich bin gespannt, was bei dir alles noch so geht, weil du bist ja nicht am Start. Du hast schon ordentlich was hingelegt, aber ich hoffe, dass du uns noch Jahrzehnte mindestens erhalten bleibst. Ich freue mich sehr, dass du da warst, Lara Mandoki in der Web-Talkshow. Vielen Dank für deine Zeit. Danke. Und du hast jetzt noch eine unglaubliche Möglichkeit. Du darfst in deine Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera dieser Welt gesagt hast, aber schon immer mal unbedingt sagen wolltest. Und ich bin gespannt, was das gleich sein wird. Für euch da draußen gilt, die Welt kann ein wundervoller Ort sein. Aber wie wir auch gerade gehört haben, es gibt noch eine ganze Menge zu tun. Packen wir es an, jeden Tag ein bisschen. Wir sehen uns morgen wieder. Und jetzt die letzten Worte von Lara. Bis dann. Es ist total unerotisch, aber ich werde jetzt Werbung machen für meine anderen Ausstrahlungen im Herbst. Und zwar läuft in der ARD ein Thriller mit mir, dessen Titel ich noch nicht kenne, aber die Rolle ist ziemlich spannend. Ich bin eine Zwangsprostituierte sie wird aber auch zu einer sehr starken Frau. Das ist nämlich mein Thema. Machterkränkung ist etwas, was ich jedem einfach nur ins Herz legen möchte, weil es einfach eine bahnbrechende Serie ist, die meiner Meinung nach auch jeden Erfolg einfach verdient. Ganz speziell mit meinen großartigen Kollegen und dem Regisseur Umut Dag. Und unser nächster Erzgebirgskrimi kommt auch im Herbst und den kann ich auch nur sehr empfehlen. Und dann kommt meine andere Reihe mit dem großartigen Torben Liebrecht, auch in der ARD. Und zwar das Lied der toten Mädchen nach dem Roman von Linus Geschke, der ein toller Autor ist und dessen Filme wir hoffentlich zukünftig noch mehr verfilmen dürfen. Vielen, vielen Dank.